Hallo und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat es gestern nicht geschafft, an die leichten Gewinne vom Mittwoch anzuknüpfen. Ganz im Gegenteil, der DAX war von Anfang an unter Druck. Zeitweise lag er unter der Marke von 11.900 Punkten. Am Ende ging er mit 11.975 Zählern aus dem Handel. Das ist ein Minus von rund 1,7%. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Viola, der DAX hat gestern also deutlich abgegeben. Wie geht's denn heute weiter? Was sind die Vorgaben für den DAX? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht danach aus, als wäre weiterhin mit einem schwächlichen Start, mit einem schwächlichen DAX zu rechnen. Es ist ja heute der letzte Handelstag im September und der hat ja ohnehin den Ruf als schwacher Börsenmonat. Und bisher sieht es danach aus, als würde der DAX dem auch ziemlich gerecht werden. Wir haben turbulente Märkte in der letzten Zeit gesehen und Mitte der Woche dieses Strohfeuer der Erholung an der Wall Street, ein bisschen dann auch bei uns. Gestern war es damit schon wieder vorbei. An der Wall Street ging es runter um 1,5% für den Dow Jones, bei uns ja dann am Ende des Tages auch. Wir haben die Inflationsrate gesehen für Deutschland, also die vorläufige Schätzung für September 10%. Und das ist natürlich auch was gewesen, was auf dem Markt lastete. Heute gibt es die Verbraucherpreise für die Eurozone. Und natürlich schaut man sich das Ganze im Hinblick auf die Geldpolitik der EZB an. Und gerade im Hinblick auf die Geldpolitik der Fed hat man natürlich auch die jüngsten Konjunkturdaten in den USA abgeklopft. Und die sind eigentlich robust ausgefallen, was die US-Notenbank jetzt nicht von weiteren Zinserhöhungen, also von einer weiteren Straffung der Geldpolitik abhalten dürfte. Also nach wie vor ist das eine nervöse Mischung am Markt und es sieht nicht danach aus, als könnte der DAX heute vorm Wochenende noch große Freudensprünge hinlegen, denn auch die asiatischen Börsen haben sich von der schwachen Wall Street eher ein Stück weit inspirieren lassen heute Morgen. Also das Umfeld bleibt schwierig. Vielen Dank, Viola. Es war dazu der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute die Deutsche Bank. Die Aktie der Deutschen Bank befindet sich seit Februar in einem intakten Abwärtstrend. Zuletzt gab es eine kurze Erholungsrallye, die allerdings schon wieder beendet scheint. Aus technischer Sicht sind aktuell die Bären im Vorteil. Im Fokus steht zunächst eine bestimmte technische Marke. Wo sich diese Marke befindet, erfahren Sie wie gewohnt in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Und denken Sie auch an das Online-Börsenspiel der Société Générale Trader 2022. Sie können sich immer noch kostenfrei anmelden unter www.trader-börsenspiel.de. Den Link zur Anmeldung finden Sie auch in der Videobeschreibung. Das war die letzte Ausgabe von Ideas Daily TV für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis Montag.